Ja, hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Morrowind. Wir sind jetzt schon im sechsten Teil. Ja, und was haben wir getan im letzten Part? Richtig, wir haben im letzten Part den Phagos-Quest abgeschlossen, haben einige Sachen verkauft, ein bisschen Alchemie gemacht. Wir haben dadurch 2 Punkte in Alchemie dazu gewonnen, was sehr gut ist. Wir brauchen noch 7 Punkte bis zum nächsten Level. Und wir haben ja noch den Quest mit dem, mit dem Prozessus da offen, dem toten Steuerberater, den werden wir dieses Mal in Angriff nehmen. Und ich werde mir jetzt erstmal noch Zauber kaufen. Und zwar nehme ich den Eisbiss, den Feuerball, Magieresistenz brauchen wir nicht, haben wir ja eh schon. Das brauchen wir auch nicht. Glück festigen, nee, Funken nicht und Ausdauer absorbieren brauchen wir auch nicht. So, ich werde jetzt das erste Mal, das nehmen wir jetzt mal, Chance. Was hat denn eine hohe Chance? Funken hat eine hohe Chance. Habt ihr, genau hier der Eisbiss. Weil, wir haben jetzt von Foren Gilnes letztes Mal gehört, also von dieser komischen Leuchtturmpforte haben wir gehört. Ah, sorry für das Wort. Von dieser komischen Tante da am Leuchtturm haben wir gehört, dass Foren Gilnes mal anscheinend mit ihm gestritten hat. Fasst euch also kurz. Und dann gehen wir jetzt mal da rein. Und ich werde jetzt hier mal speichern. Genau, let's play. Und dann werden wir mal schauen. Dieser Abschaum, ihr habt verdammt recht. Ich habe ihn erledigt und das ist gut so. Er hat uns ehrlichen Bürgern eine Menge Geld aus den Taschen gezogen, indem er uns zu viel Steuern hat zahlen lassen und die Differenz für sich behalten hat. Er hat andauernd mit neuen Kleidern sowie mit Geld und Edelsteinen geprotzt. Also habe ich den Bastard getötet und seine Leiche liegen lassen, damit er da draußen verrottet. Das ganze schmutzige Geld noch in seinen Taschen. So, jetzt könnt ihr hier auswählen. Jetzt können wir entweder glauben, dass er lügt, also dass er Geld behält, der Prozessus, oder behalten hat. Oder wir bleiben auf der Seite des Gesetzes. Wir werden auf der Seite des Gesetzes bleiben, weil ich ja eh nicht so der Dieb bin. Wenn ich Diebesfähigkeiten hätte, wäre ich vielleicht so in die Richtung. Aber wir sind der ehrliche, weise Magier. Und jetzt wird er uns... Ihr seid einer von ihnen. Was? Wollt mich töten? Nun, dann gebt euer Bestes, Bretone. Es bereitet mir kein Problem, noch mehr Blut der Lakaien des Kaisers zu vergießen. Wenn ich jetzt auf Lebwohl klicke, wird er es angreifen. Ich habe aus gutem Grund die Zaubergarde gekauft, weil er ist Dunkelelf. Und die Dunkelelfen sind zu 75% feuerresistent. Und unser einziger Angriffszauber war der Feuerbiss. Und mit unserem Silberstab können wir gegen ihn, denke ich, nicht ausrichten, weil er hat die nervige Angewohnheit, einen zu Boden zu prügeln. Aber wir zaubern ihn jetzt einfach tot. Enver. Ist ja klar. Wir haben, hatten wir nicht 100% Chance eigentlich? Mal kurz gucken. Ah nee, 96. Ich wollte gerade sagen, wie kann ein... Ja egal, er ist tot. Bei ihm finden wir einen gewöhnlichen Gürtel. Den könnten wir eigentlich anziehen. Oh, bringt ja nichts. Aber ich werde es mal mitnehmen. Oh, meine Maus. Ich merke schon, ich muss nochmal neue Batterien reintun. Aber diesen Part wird es noch gehen. Dann haben wir hier einen Gut, den nehme ich nicht mit. Dann haben wir hier seinen Ring. Den sollten wir ja... Hallo. Den sollten wir ja, Dingens, der Telvere oder so mitbringen. So, dann haben wir hier eine Kiste. Da sind 5 Draken drin. Oh, sehr gut. Quarma-Eier. Mit denen können wir uns Skatteln. Die haben beide Ausdauer wiederherstellen. Noch mehr Skatteln und ein Kombeer. Das ist kein Silberstecker, das ist nur so blödes Eisenzeug. Ja, in diesen Säcken findet ihr oft Salzreis. Wie eben, Salz kann auch Ausdauer wiederherstellen. Skatteln oder diese Quarma-Eier. Wobei ich euch warnen muss, die Quarma-Eier sind schwer. So, dann haben wir hier einen Tanz im Feuer, Kapitel 6. Hat jetzt gerade unsere Fähigkeit Falschen erhöht auf 6 Punkte. Bringt jetzt nicht wirklich was. Ja, und dann haben wir schon mal direkt wieder was. Wow, ist das lang. Das wird wahrscheinlich sogar 2 Let's Read Parts in Anspruch nehmen. Die werde ich dann mal irgendwann hier nach der Let's Play Folge vielleicht aufnehmen. Naja, dann gehen wir jetzt erstmal zu dem lieben Sozius Igrella. Wir erinnern sich ja noch, er hat uns ja diesen Auftrag gegeben. Dann werden wir das, den werden wir jetzt mal abgeben. Und wenn wir den abgegeben haben, dann werden wir noch im Leuchtturm vorbeigehen und ihr da Bescheid geben. Und dann gehen wir noch verkaufen, was wir dann da so zusammengesammelt haben. Und ich denke, dann werde ich diesen Part verlassen. Aber jetzt machen wir erstmal das hier, ne? Ich habe gehört, dass ihr über seinen Mord Erkundigungen eingeholt habt. Ich bin froh, dass dieser Fall nun abgeschlossen ist. Hier ist eure Belohnung, Koordinator LP. Es ist gut zu wissen, dass es noch Bürger gibt, die wissen, was sie ihrem Kaiser schulden. Gut. Ja, jetzt haben wir den Quest abgeschlossen. 500 Draken kassiert, das ist nicht schlecht. Dafür, dass wir nur so einen blöden Dunkelelfen
Und... Moment. Kann das sein? Worum geht es? Moment, wir haben jetzt... keine Ausdauer. Dann haben wir eine Chance von 61%. Kann es sein, dass wir mit voller Ausdauer auf eine Höhe Zauberchance haben? Das wäre mir zwar neu, aber ich warte mal eine Stunde. Tatsächlich! Okay, dann... Worum geht es? Wir haben einen Faktor, mit dem wir schneller sind. Aber solange werden wir trotzdem noch hüpfen. Weil ich auch mit 61% finde ich, dass man noch gut zaubern kann. Und die Verstörung wird ja noch gelevelt und so ein Zauber mit Eisbissen gelingt dann eigentlich immer später. Akrobatik wird immer weiter gelevelt. Akrobatik, das dominierende Attribut, war, glaube ich, Stärke. Wenn ich mich, das ist gar nicht schlecht. Warum erkläre ich dann mein Level ab? Ja, es war sogar Stärke. Das ist eigentlich sehr gut. Gut, naja, jetzt sind wir hier im Leuchtturm und fragen sie mal. Oh, ihr habt den Ring gefunden, den ich ihm gab. Hab tausend Dank, Koordinator Epi. Es tut gut, etwas zu haben, das mich an ihn erinnert, obwohl ich ihn niemals wiedersehen werde. Hier, nehmt dies. Üblicherweise reiste er mit ein paar davon, wenn er seine Arbeit erledigte. Aber dieses Mal nicht. Hätte er es doch nur getan. Ja, sie gibt uns jetzt hier zwei Heiltränke. Meine Zeit. Finde ich sehr schön. Das sind noch 4 Minuten. Wir werden jetzt sogar, bevor wir noch, wir werden sogar noch einen Quest machen, nämlich den letzten, den in Zeta Nen da noch geht. Weil da haben wir Zeta Nen abgehakt und können dann hier wirklich verschwinden und können, können die großen Wissens sagen, ja, dass wir halt ganz Zeta Nen abgeschlossen haben. Und, zu diesem Zweck, wir haben jetzt gerade mit Modulius Lucius geredet. Und was, warum ich das getan habe, ich habe jetzt nicht vorgelesen, gerade war das noch unwichtig ist und nicht zum Quest gehört und so weiter. Also wenn ihr die Leute so fragt, dann erzählen die halt, ja, ich bin Modulius Lucius, bla bla bla, und keine Ahnung, was er ist. Ja, daher kaufen oder was er ist. Da hinten habt ihr gerade vielleicht ein bisschen die Höhle. Da werde ich dann nochmal im nächsten Part reingehen, bevor wir noch bei Mora gehen, das ist so eine Schmugglerhöhle. Aber dazu im nächsten Part mehr. Dann können wir jetzt hier mit ihr, wir können mit diesem Riesenvieh reisen, nach bei Mora. Aber erstmal reden wir jetzt mit ihr über Modulius Lucius. Oh ja, er lenkt Geschäfte in meine Richtung und ich tue ihm hin und wieder einen kleinen Gefallen. Armer Bursche. Ich glaube nicht, dass er hier in Morrowind glücklich ist. Wir bieten euch eine besondere Reise an. Zu einem Nachdem wir jetzt das gehört haben, wurde unser Tagebuch aktualisiert. Du darfst uns jetzt, glaube ich, gesagt, wir sollen mit ihm reden oder so. Aber da kommt, glaube ich, jeder drauf, wenn das Tagebuch aktualisiert wird, wenn man mit ihm geredet hat. Wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Da ist er ja hier. Worum geht es? So, jetzt reden wir mit ihm. Unglücklich hier? Nun ja, hätte ich 100 Drachen, wäre ich auf dem nächsten Boot nach Narsis. Narsis ist, glaube ich, eine Stadt auf dem Festland von Morgan. Ich kam her, um mein Glück zu machen und habe doch nur diesen verfluchten Ring. Sagt, würdet ihr mir 100 Drachen dafür geben? Der Ring selbst ist mehr wert, aber die Verzauberung ist verflucht und niemand will ihn mir abkaufen. Er hat einen Zauber, der euch schneller laufen lässt. Das ist gut. Das Problem ist nur, dass euch bei jeder Anwendung das Blut aussaugt. Das ist nicht schlecht. Bitte, ihr weist mir damit einen wirklichen Gefallen. Ja, wir werden das machen. Weil er hat ja auch schon gesagt, der Ring ist mehr wert als 100 Drachen, egal. Hab Dank, ihr seid ein Lebensretter. Ich werde das nächste Boot nehmen, das mich von hier wegbringen kann. Nochmals danke. Und ich hoffe, dass ihr mehr Glück haben werdet als ich. Worum geht das? Bestimmt. Ja, jetzt gehen wir noch kurz verkaufen und dann werde ich den Part beenden. Ah ja, wie ihr seht, Aril hat jetzt das Gewand an, also der Händler zieht das an, was ich ihm verkaufe. Dann wollen wir mal gucken. Sein Ring, festigen Athletik und es entzieht die aus... Na, es senkt die Lebensenergie, das ist natürlich schlecht. Ja, ist doch nur 100 wert. Egal. Wir ziehen ihn mal an. Nein. Den Ring kann ich jetzt verkaufen. Das kann ich auch verkaufen. Weg, weg, weg. Die zwei Tränke, die wir von ihr bekommen haben, können wir auch wegtun. Und das Buch noch nicht. Das wollte ich ja noch. Aber die Steuerakte zum Beispiel, die brauchen wir jetzt nicht mehr. Ja, er weiß jetzt, wer was an Steuern zahlt. Ja, kriegst du das? Bitte, lasst uns zu eurer Zerstreuung miteinander reden. So, wir haben jetzt wieder viel geschafft im Part. Wir haben Zeta Nen abgeschlossen. Wir werden dann im nächsten Part noch in diese Schmugglerhöhle gehen. Aber dazu erst mehr im nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt mir Feedback, stellt Fragen. Wie immer, ne? Wisst ihr ja, Thumbs up, favorisieren, liken und so weiter. Also, ich freue mich wirklich. Aber selbst wenn ihr das nur schaut, ich meine, es ist ja für euch da. Und ich würde sagen, ich mache jetzt einfach Schluss. Und wir sehen uns im nächsten Part von Let's Play Morrowind. Und tschüss.